Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Das neue Sicherheitskonzept der Bahn ist heute unser Thema. Wir sind hier auf dem Ostbahnhof und haben mal die Kunden gefragt, wie sicher oder unsicher sie sich fühlen und was sie von dem neuen Konzept halten. Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie mal kurz stören? Ich würde Sie gerne mal fragen, ob Sie ein Sicherheitsproblem haben im Bahnhof, ob Sie abends Angst haben zum Beispiel. Nein. Aber immer. Ist Ihnen schon mal was passiert? Ich gehe abends nicht runter, ich bin ja zu alt, um runterzugehen. Aber ist wahrscheinlich, Frauen oder ältere Leute sehen das bestimmt anders, weil das ist natürlich eher problematisch für die dann, denke ich mal. Aber ich selber noch nicht. Ihnen ist auch noch nie was passiert? Nee. Haben Sie ein Sicherheitsproblem, gerade in den Abend- oder Nachtstunden auf dem Bahnhof? Auf dem Bahnhof weniger, aber auf den Straßen. Aber ich wollte einfach nur fragen, ob Sie ein Sicherheitsproblem haben, abends oder nachts in der Bahn. Ein Sicherheitsproblem? Ja, ja, ab und zu ist es mal so, dass wir, dass größere Gruppen von Jugendlichen oder sonstiges mal drin ist in derselben Bahn. Aber ansonsten, ich bin viel nachts unterwegs, aber viel passiert mir da eigentlich nicht in der Bahn. Das heißt, Sie würden auch gar nicht gehen, weil Sie Angst haben, dass dann auch was passiert? Ja, ganz genau, so ist es. Ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie ein Sicherheitsproblem haben auf den Bahnhöfen, gerade abends oder nachts. Wir sind nicht von hier, wir kommen aus der Provinz. Wir haben das Problem eigentlich nicht. Hier möchte ich jetzt keine U-Bahn fahren. Aber es ist durchaus schon mal was passiert. Durchaus, ja, natürlich. Zum Beispiel? Eine größere Gruppe Jugendlicher, die halt lauter ist, Krawall macht, sag ich mal, gegen die Fensterscheiben schlägt, sonstiges. Also, weiß ich nicht. Das ist eigentlich öfter nur Lautstärke so das Problem. Die wollen jetzt aber hier mehr Sicherheit schaffen. Die Bahn, finden Sie das gut? Ja, das wäre gut, wenn die Sicherheit mehr wäre. Wir, uns alte Leute sowieso, wir trauen uns sowieso nicht raus. Nicht? Und wir können es ja auch nicht mehr werden. So ist es. Ist Ihnen schon mal was passiert? Aber man hört ja so viel. Die Bahn will jetzt Sicherheit bündeln. Auch hier am Ostbahnhof sollen jetzt mehr Sicherheitskräfte tätig werden. Was halten Sie davon? Ja, finde ich gut. Meinen Sie, dass das auch nötig war? Manchmal schon, ja. Also da hätten Sie schon Sorge, warum? Sorge, ja, so duster. Also nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Ist es denn auch so, dass Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie Sicherheitspersonal sehen? Ja, auf jeden Fall. Die Deutsche Bahn will jetzt Sicherheitspersonal verstärken, gerade auf großen Bahnhöfen, wo eben einiges passiert. Was halten Sie von der Idee? Sehr gut. Wünschenswert. Sehr gut. Im Wesentlichen gut. Ja, vorm Bahnhof wäre es, glaube ich, wichtiger als oben. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe schlimme Sachen gehört, die ich selber nicht mitbekommen habe, aber Sicherheitspersonal ist immer gut. Also durchaus, ja. Wie schätzt die Deutsche Polizeigewerkschaft das neue Sicherheitskonzept ein? Wir fragen jetzt Bodo Pfalzgraf, den Berliner Landeschef. Herr Pfalzgraf, die Deutsche Bahn will jetzt ihr Sicherheitskonzept von daher ändern, dass sie die Leute, dass die Sicherheitsleute bündelt und an, ich sage mal, Brennpunktbahnhöfen verstärkt einsetzt. Was halten Sie von dieser Idee? Eine solche Konzeption ist weltweit üblich und Schwerpunktsetzung macht auch Sinn. Man muss eben nur aufpassen, dass da die Fläche nicht völlig ohne Schutz bleibt. Wie sieht das hier in Berlin aus? Wie schätzen Sie da als Gewerkschaftsvertreter der Polizei die Situation in den Bahnhöfen ein? Wir haben entgegen dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen in dieser Stadt eigentlich sichere Bahnhöfe. Die Zahlen geben jedenfalls eine besondere Gefährdungslage nicht her, auch wenn es immer wieder so ein Bauchkrummeln gibt bei dem einen oder anderen und man meint, die U-Bahn sei besonders unsicher beispielsweise. Ist es für das Sicherheitsgefühl der Berliner zuträglicher, mehr Personal auf die Bahnsteige zu bringen oder Videoüberwachung zu verstärken? Man braucht beides, eine Kombination aus beidem. Man braucht vernünftige Videoüberwachung, um Täter stellen zu können und identifizieren zu können. Aber man braucht eben auch eine Komponente, um eingreifen zu können. Man braucht Personal vor Ort. Wie sieht die Polizeigewerkschaft, also Ihre Gewerkschaft, das, wenn private Sicherheitsleute dort eingesetzt werden? Nun, die Kombination aus Polizei und privaten Sicherheitsdiensten ist ja seit langem bewährt. Man muss aber bei den privaten Sicherheitsdiensten natürlich immer darauf achten, dass da eine entsprechende Qualität hintersteckt. Das ist nicht bei allen Sicherheitsdiensten so. Es sollten schon zumindest Mitgliedsunternehmen des BDSW sein, also im Arbeitgeberverband organisiert. Aber die Qualität der Leute ist natürlich auch ausschlaggebend bei der Bezahlung.
Können Sie was sagen über die Ausbildung dieser Leute? Es gibt zum einen die ganz, ganz schmale Ausbildung über den Paragraphen 34a Gewerbeordnung. Dann gibt es eine zweijährige Ausbildung mit einem Abschluss und eine dreijährige Ausbildung mit einem Abschluss in der Sicherheitswirtschaft. Also es gibt dort durchaus Qualität. Es gibt sogar Meister in Sachen Schutz und Sicherheit. Die Frage ist immer nur, ob die Unternehmen das diese Leute dann einkaufen und auch bezahlen. Wird die Polizei eigentlich entlastet durch den Einsatz dieser Sicherheitskräfte oder kann man das so nicht sagen, weil es ja schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind? Nun, die Polizei hat ja andere Aufgaben als diese privaten Sicherheitsdienste dort in den Bahnen. Und insofern ist es durchaus natürlich eine Kombination aus beidem. Und man muss auch ganz klar attestieren, dass die privaten Sicherheitsdienste mittlerweile ein fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland sind. Herr Pfalzgraf, wir hatten hier viel heftigste Übergriffe in den Bahnhöfen, also in den U-Bahnhöfen, wo die BVG ja für zuständig ist. Daraufhin wurde beschlossen, dass zusätzliche Polizeistreifen dort unterstützend tätig sind. Wie läuft das bislang? Können Sie da eine Bilanz ziehen? Für eine Bilanz ist es vielleicht noch zu früh, aber wir machen als Polizei eine ungeheure Stundenzahl in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich denke, das macht sich auch bei der Bevölkerung durchaus bezahlt. Man sieht Polizei in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Kombination mit den Sicherheitsdienstleistern der BVG, die funktioniert nach meinen Erkenntnissen ganz gut. Nun haben Sie aber damals befürchtet, dass wenn dort mehr Polizei herangezogen wird, dass die wiederum an anderen Stellen fehlt. Hat sich diese Befürchtung bewahrheitet? Ja, das bleibt immer noch so. Man kann ja, das ist ja sonst eine Mogelei, rechte Tasche, linke Tasche. Wenn man einen Polizisten in öffentliche Verkehrsmittel einsetzt, dann sieht man ihn, dann sorgt er dort für Sicherheit, aber er kann natürlich nicht gleichzeitig Wohnungseinbrüche bekämpfen. Das heißt, Sie bleiben auch weiterhin bei der Forderung, wir brauchen noch mehr Polizei in Berlin. Nun, die Polizeizahlen, die Senator Henkel ja angekündigt hat, die sind ja immer noch nicht draußen. Also die sind ja immer noch in der Ausbildung. Wir werden mal sehen, wo wir in 3 Jahren landen, aber wir haben ja jetzt schon Probleme im März überhaupt unsere Stellenangebote vollzukriegen. Vielen Dank, Herr Pfalzgraf. Ja. Dankeschön. Soweit unser Kiez konkret, liebe Zuschauer. Ja, künftig werden hier am Ostbahnhof, dann am Bahnhof Zoo, Friedrichstraße, Gesundbrunnen, Lichtenberg, Alex mehr Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen, in der Hoffnung, dass dann dort weniger passieren wird. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.